Kürzlich waren wir bei Familie Felder zu Eschli in Matz zu Besuch. Sie haben letztes Jahr in nur 6 Monaten einen neuen Laufstall für behornte Kühe gebaut. Wir wollten natürlich wissen, wie sie zufrieden sind mit dem Neubau. Ja, wir sind sehr gut zufrieden mit dem neuen Stall. Die Kühe sind zufrieden, sie wohl. Sie leisten auch sehr viel jetzt im neuen Stall, wenn sie selber fressen können. In 24 Stunden können sie fressen. Und das Futter ist nicht mehr versabbert wie vorher im Anbindestall. Die ganzen Arbeitsabläufe gehen viel einfacher als vorher. Die Misterei ist mit dem Roboter automatisiert worden. Die Melcherei mit dem 6er-Tandem-Melchstand geht auch viel einfacher als vorher mit dem Standheimer. Genau, mit den behornten Kühen haben wir einfach hier beim Laufgang, bei den Fressplätzen, haben wir mehr Platz gegeben. Auch die Zwischengänge mit drinnen haben wir breiter Platz gemacht. Den Hinterlaufgang haben wir mehr Platz. Und nachher mit dem Hornfressgitter, dass sie mit dem Horn ein- und raus können, gegen oben fliehen, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Wo halt anders ist gegenüber von einem Stall ohne Horn. Und nachher zwischen den Liegeboxen innen ist der Gang, der Meter, wo sie können fliehen können, wenn sie jetzt von anderen gestört würden. Und ja, die Kühe sind wohl so. Für uns, als wir geplant haben, war wichtig, dass der Arbeitsablauf vom Misten und vom Futtern einfacher geht. Dass wir dort halt mehr mechanisieren können. Wenn wir nachher mit dem Heukran kann ich direkt vom Heustock das Heu hier abladen. Ich kann nachher die Silobauen auch einstellen mit dem Traktor und kann direkt von hier futtern, wo wir vorher einfach durch 2 Löcher gefuttert haben und alles unter dem Stall müssen verteilen. Die ganze Misterei ist einfacher geworden mit dem Mistroboter, mit den Spaltenböden, wo uns nachher so eigentlich die Arbeit vom Misten viel vereinfacht hat. Jetzt können wir die Boxen zu Weg machen. Ich finde ein bisschen rausmisten, was sie drinnen schiessen. Und das, was der Roboter zusammenstößt, wo noch Stroh drin hat, können wir auf Garetten aufladen und können sie Mist raus tun. Und so haben wir gleich noch ein bisschen Mist für zum Düngen. Ja, die tägliche Arbeitszeit im Stall hat sich etwa um 1 Stunde verkürzt. Was wir jetzt halt zum Fehlbeobachten gleich immer noch schauen können. In unserem Alltag kommen sie 2-mal im Melkstand rein. Wir haben sie noch in den Fingerkühen. Und zum Beobachten jetzt mit den Kühen kannst du vom Tennis tiptop beobachten. Auch der Lukas Sutter von Delaval hat bei der Planung dieses Bau mitgewirkt. Wir wollten von ihm wissen, was die grössten Herausforderungen waren. Die grössten Tücken oder Herausforderungen sind natürlich sicher auch behornte Kühe. Das heisst, es gibt ein Spannungsfeld von den Flächen, die man bauen muss. Und natürlich parallel auch zu den Gesamtkosten, wo man schauen, dass die nicht allzu fest aufblasen werden. Das ist sicher eines der grossen Spannungsfelder, die man bei den meisten Stallungen hat. Es gibt natürlich ganz viele Punkte, die wir beachten. Wir versuchen, die sehr ammoniakschonenden Stall zu bauen. Und da gibt es ein Punktesystem, um das runterzubringen. Und da wird eigentlich jeder einzelne Punkt nachher dann angeschaut, was kann man machen, was ist ideal auch für die Gegebenheiten. Wir haben zum Beispiel einen Mistungsroboter, wo man quasi fast stündlich reinigen lassen kann. Und so wird sicher, sind die Flächen weniger verunreinigt, was uns hilft, weniger Ammoniak zu produzieren. Wir decken heute auch sämtliche Güllöcher, also neue Güllöcher, komplett decken, dass dort kein Ammoniak mehr rausgeht oder möglichst wenig Ammoniak entsteht. Wir machen Berieselungsanlagen, wir machen Fressplatzpodeste, ist natürlich immer ein Thema. Hahnsammelrinnen sind ein Thema. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.